Guten Tag, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Oh nee, ich habe keine Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Nein, dann nicht. Dann nicht. Zeit. Dann frage ich auch nicht. Ich habe es leider recht eilig. Nein, jetzt nicht. Tut mir leid, ich habe es ganz eilig. Ich habe keine Zeit. Ich habe aber keine Zeit, ich muss aufs Gericht. Verzeihung, darf ich Ihnen eine Frage stellen, bitte? Nein, ich bin... ich habe keine Zeit. Vielen Dank für diesen lieben Applaus. Es ist richtig schön, aber wie Sie gesehen haben, ist einiges ins Rutschen gekommen, so in den letzten Wochen in unserem schönen Land. Zum Beispiel auch das hier. Diese Dinger, Sie kennen die ja bestimmt, das sind also diese Mauersteine. Die werden also schon zu Höchstpreisen in Amerika verkauft. Und ich glaube, das ist das Beste, was man mit dieser Mauer anstellen kann. Finden Sie das auch? Ja. Ich möchte aber heute nicht über Mauern mit Ihnen reden, sondern über kuriose Gegenstände, über Stimmts nämlich. Und möchte mich gleich zu Hause bei Ihnen bedanken für diese viele, viele Post, die wir bekommen haben, für die vielen, vielen Gegenstände, die Sie uns geschickt haben. Kann ich mal ein paar haben? Das kam also alles hier so zu uns hineingeschneit in die Redaktion. Da war also alles Mögliche zu haben von, ich zeige hier mal eins, das ist, glaube ich, eine ganz besondere Art von Flaschenöffner. Das ist dieses Ding hier, da kann man Gürtel mit aufhängen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Da hängt man also Gürtel mit in den Schrank. Oder Topfkellen, glaube ich. Ich bringe das alles mit. Das ist eine Fusselbürste, die hatten wir schon mal. Na, und so gibt es also der Dinge viele. Hier ist, das ist so praktisch so ein Ding mit einem Loch drin. Nicht? Das ist ja auch mal ganz interessant, sowas zu bekommen. Und das, was ich hier habe, ist also auch was sehr Interessantes. Das hat uns also jemand geschickt. Und jetzt ist gleich an Ihnen, diesen Gegenstand ganz genau zu betrachten. Ich beschreibe ihn jetzt mal. Denn wir möchten unseren ersten Stimmtskandidaten ermitteln. Also das ist ein gelbes Plastikteil mit einem spitzen Ende und auf der anderen Seite ist ein stumpfes Ende dran. Ne? Und da ist nochmal so ein Ring, da kann man was durchstecken, muss man aber nicht. Und auf der anderen Seite ist ein Haken dran, also man kann damit wohl irgendwas einritzen oder so. Aber das ist noch nicht so genau raus. Also aber bestimmt kann man was einritzen und hier kann man irgendwie so damit unterfahren und da irgendwas, was man dann eben schon mal so eingeritzt hat. Also unter was eingeritztes Fahren praktisch. Was eingeritztes Unterfahren, eingefahren, unterzuritzen. Also so ein Ritzer, so ein Unterfahrer, so ein Einritzer. Ne? Und ich würde Sie bitten, dass Sie mir sagen, was das ist. Machen Sie bitte Ihre... Ein was? Ein Nahtenauftrenner. Nahtenauftrenner? Ja. Das ist dicht bei, aber es stimmt nicht ganz. Nahtenauftrenner, bitte was? Für eine... Geschenkbänder für nein, Pakete und so. Nein, für Geschenkbänder auch nicht. Wäre auch Nahten oft, man trennt was auseinander, aber keine Naht, sondern was anderes. Sagen Sie das doch bitte nochmal. Einen Apfelsinenschäler. Das ist ein Apfelsinenschäler und das ist unser erster Stimmtskandidat. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Löwenich. Löwenich. Herr Löwenich. Also kein Löwe, Herr Löwenich sozusagen. Oh. Ja, Löwenich. Kommen Sie bitte mit, weil wir haben jetzt einen ganz besonderen Platz für Sie, wenn Sie Stimmtskandidat sind. Geht das? Können Sie mir, kommen Sie einfach mit. Sie haben einen ganz besonderen, Applaus wird Sie begleiten. Herr Löwenich, ja, so, da sind Sie schon ein Stimmtskandidat. Eben war das Leben noch in Ordnung, ne? Schon ist man Stimmtskandidat. Prima. Ja, also, wie haben Sie das? Bitte? Ich wollte auch nur zuschauen. Ja, wie, ja, das können Sie ja außerdem machen. Entspannen Sie sich ganz locker, ist eine Spaßsendung. Ich sage das ganz bewusst nochmal, ist wirklich eine Spaßsendung, wenn es auch nicht so aussieht. Aber ist wirklich so. Wie sind Sie darauf gekommen, Herr Löwenich? Durch die Rundung hier. Ja, ach, haben Sie kennen und? Das nicht so, haben Sie das nicht nein, zu Hause? Nein. Ich schäle keine. Sie schälen keine. Wie essen Sie die ganz im Stück? Meine Frau schält sie. Meine Frau schält sie. So einer. Seine Frau schält die, sagt ja. Er so ganz cool, ne? Ja, und jetzt möchte ich natürlich den nächsten Stimmtskandidaten vorstellen, Herr Robert Ruf, das hört sich ja. Fast an wie ein Künstlername. Sie haben uns diesen Gegenstand
zugeschickt, eingesandt. Ja, genau. Nehmen Sie ihn bitte nochmal in die Hand. Wie war das? Wo haben Sie den entdeckt? Bei sich zu Hause oder? Ja, ich bin leider von der Behindertenwerkstatt. Das Ding haben wir vor 10 Jahren etwa mal eingepackt. Ja. Und es ist nicht auf den Markt so richtig gekommen, weil das sieht so unscheinbar aus. Ja, und ich habe dann Ihre Sendung gesehen und habe gedacht, das wäre doch was. Ne? Ja, das wäre was. Genau. Ja, es ist auch was. Sie sehen ja, es hat funktioniert, es hat sogar jemand erraten. Haben Sie es schon mal benutzt? Wir konnten es leider noch nicht probieren. Es funktioniert, hervorragend. Prima sogar. Gut, also... so rein das also, und dann, das geht ganz prima. Muss man seine Fingernägel nicht Nein, überhaupt nicht. Sie können schneiden und auspolen und die Apfelsine sogar essen. Ne? Ja. Man kann sie dann auch sogar essen. Das ist hervorragend. Ne? Sie müssen aufpassen, dass sie nicht mit den Apfelschinensaal wegschmeißen. Was ja orange ist. In Gedanken. Ne? Ja, der erste ist nämlich bei uns verschwunden, der war weg. Vielen Dank, Herr Ruf, dass Sie das geschickt haben. Wie gesagt, der zweite Stimmskandidat. Sie können ja heute sogar was gewinnen bei uns. Und unser dritter Stimmskandidat ist eine Dame, Renate Schlett. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie da sind. Und Sie haben die letzte Stimmspreisfrage richtig gelöst, der letzten Sendung, die Ottfried Fischer gestellt hat. Und wir haben dieses Gerät, also jetzt ganz zufällig haben wir das noch hier. Vielleicht sind Sie so nett und erläutern das nochmal. Was ist das? Das ist ein Gerät zum Reinigen von Schmuck. Ja. Und da kommt der Schmuck da rein und Wasser dazu. Ja. Und dann macht man es zu und stellt es hier ein. Und dann macht's was? Summt's. So, ne? Ja. Und dann reinigt es also den Schmuck. Haben Sie, woher wussten Sie das? Haben ich habe das bei meinem Optiker gesehen. Ja. Und haben Sie schon mal Ihre Brille da reingelegt oder Ihren Schmuck reingelegt oder was? Haben sich nicht getraut. Nein. Aber Sie wussten auf jeden Fall, was das ist. Prima. Ja. Ich finde, dass sowas eigentlich ein Applaus wert ist. Wollen wir mal nicht so sparen? Vielen Dank. Ich habe Ihnen meine drei Stimmskandidaten vorgestellt. Jetzt möchte ich Ihnen meinen ersten prominenten Gast vorstellen. Und da ist er schon. Ja, wie man deutlich sieht, sind Sie im Baugewerbe tätig. Stimmt nicht. Aber in gewisser Weise sind Sie eine Straßenarbeiterin. Stimmt. Und zwar an der beliebtesten Familienserie der ARD. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt. Guten Abend, Marie-Louise Marian. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja. Das kann keine Drohgebärde sein, die ich hier in der linken Hand habe. Nein. Also, schön, dass Sie mal den Abstecher von der Lindenstraße hierher machen, das finde ich sehr gut. Wie ist das, Sie sind Straßenarbeiterin, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht krumm, was ich da gesagt habe? Nein, wir sind ja manchmal auch auf der Straße, wir haben ja Außenaufnahmen und da sind wir ja dann auch auf der Straße, das ist in Ordnung. Sie arbeiten aber nur 26 Stunden im Jahr, ja, das ist korrekt, 26 Wieso? Stunden. Wieso? Ja, sehen Sie mal, Sie haben 52 Folgen richtig. Und einer halben Stunde. 26 Stunden. Kommt nicht mehr raus, ne? Ja, das sind Sendeminuten. Aber arbeiten tun wir natürlich viel mehr, weil wir alle 4 Tage eine Folge drehen. Und Sie können sich vorstellen, wir haben ganz normale Arbeitszeiten, wie ein Beamter auch. Morgens 8:30 bis abends 7:30. Ja. Und da wird halt geübt und trainiert. Und dann kommt es halt sehr schnell zu Aufnahmen. Ja. Und da können Sie sich jetzt ausrechnen, wie viele Stunden wir arbeiten. Also ist doch ein bisschen mehr, als man denkt. Kann man ja gar nicht oft genug sagen, ne? Dass die Künstler eben auch arbeiten müssen, so richtig. Ja, müssen arbeiten, Geschenkt. Von nichts kommt nichts, sagt man so schön. Von nichts ist nichts. Von nichts kommt nichts. Ne? Ja. Jetzt haben wir hier also diesen schönen Gegenstand, den ich also als Straßenarbeitsgerät vorhin identifiziert habe. Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was das ist. Sie werden uns das gleich zeigen. Ja? Und wir werden aber den Gegenstand jetzt nochmal richtig präsentieren. Also das ist ein langer Gegenstand, der ist oben dick und in der Mitte ist er ein bisschen dünn. Dafür ist er unten auch wieder dick. Und dann sind oben noch Holzgriffe dran. Ja? Diese Holzgriffe sind sehr griffig, deswegen heißen die auch so. Und die kann man also, da kann man so schön anfassen dran und dann ist das hier so, dass man so gar nicht so richtig und dass man trotzdem ganz genau weiß, es ist es doch nicht, was ich gedacht habe. Also Sie werden jetzt so lieb sein und uns das ganz genau erklären, was das für ein Gerät ist. Mhm. Ich hoffe, dass das so wie in der Lindenstraße Ihre Waschküche so ein bisschen wie zu Hause muss ist, muss mich mal umschauen, was hier alles gibt. Also bitte sehr, fühlen Sie sich wie zu Hause, ne? Ja, also Lindenstraße, also bei mir zu Hause in der Beimerschen Küche, da sieht es natürlich anders aus, wenn ich mir das hier so betrachte, hier sowas. Also ich würde sagen, ich habe zwar eher Probleme, das wissen Sie, ob das nun ein Vorschlag ist, meinen Hansemann wieder zu gewinnen, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, Waschmaschine, Waschmaschine ist kaputt, geht nicht. Ja, dann muss ich hier zu diesem Gerät greifen, nicht? Wollen wir mal sehen, was wir da Schönes haben. Hier, ein bisschen was hier. Wollen wir mal waschen.
So, noch mal was. So, noch mal. Ich glaube, das reicht. So, und nun geht es los. Also, Sie stellen sich vor, Ihre Waschmaschine ist kaputt zu Hause. Sie nehmen also dieses Gerät. Und jetzt geht es los. Also, das Erste, das ist der Vorwaschgang. So, und das Zweite, das ist also Hauptwaschgang. Und das Dritte, das Schleudern. So. So, und wenn jetzt Ihre Waschmaschine immer noch kaputt geht, können also auch das Ding ein bisschen hin und ein bisschen her. Und damit kriegen Sie Ihre Wäsche wunderbar weiß und sauber. Denn das ist eine Handwaschmaschine. So, ist natürlich völliger Schwund, was die Klammer hier aus der Sesamstraße erzählt hat, oder wie die gottverdammte Straße da heißt. Da völlig was anderes. Das ist nämlich die Zuckerrübenpresse von meiner Oma. Und die war damals schon tierisch gut drauf. Okay, Mann, hier ein bisschen. Ja? Also, folgendermaßen. Die hat ja damals Zuckerrüben damit gepresst, das war ja Blödsinn. Daraus kann man nämlich eine tierisch geile Bohle machen mit dem Ding hier. Dazu brauchen wir aber erstmal verdammt viel Wirkstoff. Mal da gucken, was wir Wirkstoff da haben. Ja. Erstmal ein bisschen Wirkstoff rein. So. So, schöne Bohle. Na ja, kommen die Jungs alle und die flippen total aus, wenn die Bohle sehen. Ja. Und jetzt kommen die Früchte. Jetzt immer schön die Früchte von oben rein. Immer schön rein. Kiwis jetzt hinterher. Wow. Und jetzt, was haben wir hier noch? Ananascheiben. Wir haben's ja. So. Und jetzt vielleicht immer wieder an Wirkstoff denken. Wirkstoff bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. So. Und dann. Jetzt passiert's. Jetzt kommt Omas Zuckerrübenpresse so richtig in Schwung. Und immer schön umrühren. Immer schön umrühren und die Bohnen wird immer wohliger. Also, ich sag's wie es ist Omas Zuckerrübenpresse. Klar? Oh, ist okay, okay, okay. Jetzt werde ich euch erklären, wie ihr die Abstimmerei. Also, ich werde Ihnen jetzt sagen, wie man jetzt hier abstimmt. Sie haben ein Knöpfchen neben sich, unten am Fuß. Und wir stimmen jetzt ab. Also wenn Sie der Meinung sind, dass Marie-Louise recht hat, dann müssen Sie bitte jetzt drücken, dass man damit Wäsche waschen kann. Wenn Sie denken, dass man mit diesem Ding herrliche Bowle zaubern kann, Omas Zuckerrübenpresse sozusagen, dann müssen Sie jetzt drücken. Wenn Sie annehmen, dass wir Sie beide verklopst haben, sozusagen, müssen Sie jetzt Ihren Knopf drücken. So, jetzt interessiert Sie natürlich, was ist das nur für ein Ding? Und da habe ich einen Fachmann heute Abend hier. Guten Abend, Herr Tietzel. Sie werden uns das sagen, was das ist. Guten Abend, ja. Guten Abend. Ich bin Mitarbeiter des Deutschen Museums in München. Und wir haben hier einen relativ großen Fundus mit historischen Objekten. Und eins davon habe ich heute Abend hier mitgebracht. Sie haben es schon gesehen, ja. Es ist eine Waschpumpe. Eine Waschpumpe. Ah ja. Eine Frage noch ganz kurz. Wie lange hat man diese Waschpumpe benutzt? Ja, das lässt sich zeitlich ziemlich schwer eingrenzen. Man kann sagen, mindestens 120 Jahre ist sie schon alt. Sind ja. Diese Waschhilfen, wie man sie nennt, sind die schon alt. Man hat sie also mit Sicherheit vor der Jahrhundertwende, aber auch sicher nach der Jahrhundertwende benutzt. Und sicher auch wohl nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht. Aha, danke, dass Sie das erklärt haben. Dankeschön erstmal. Und wir schauen auf unsere Anzeige, weil wir ja jetzt wirklich gespannt sind, wie sich das Publikum entschieden hat. Also wer hier richtig falsch oder wie weiß ich was. A war also Marie-Louise, Waschmaschine. B war dieser freundliche, nette junge Herr in seiner heimischen Atmosphäre. Also, 53% waren der Meinung, dass das Ding eine Waschmaschine ist. 28% waren der Meinung, es ist eine Zuckerrübenpresse von Omi. 19% fühlten sich verklapst. Ich kann 53% gratulieren, Sie hatten recht. Und damit gehen 530 Mark auf das Kandidatenkonto. Ja, Marie-Louise, wie ist das jetzt mit der Lindenstraße? Also ist jetzt der GA
macht der mit der Christel da? Oder? Nee, ich glaube, lieber Wolfgang, da bist du in der falschen Serie. Ach, das also ist ich habe so das Gefühl, bist du informiert? Hast du die Serie schon gesehen? Na, ja, mal ehrlich, Hand aufs Herz. Nee, also es war bei mir so, dass ja. ich praktisch, also ich war ja, als die losging, war krank. Ich hatte da eine sehr Keine dumme Sache, Ausrede. Das zog sich sehr lange hin. Und hab die denn mal gesehen, da war ich wochenlang ohnmächtig. Und, das kann man auch in dritten also, Programmen sehen. Ja. Und man kann auch geweckt werden. Also, aber ja. damit ich dir so ein bisschen auf die Sprünge helfe, ne? ja. mit so einem Nachhilfeunterricht in der Lindenstraße, ja. da hole ich dir mal hier was hervor und schenke dir etwas. Und das auch ist das unser Lindenstraßenbuch. Und wenn du darin blätterst, ja. dann kannst du nämlich alles sehen, was es da alles so drin gibt. Die oh, Kulissen ja. und die ganzen Schauspieler. Mein erstes Buch, ich bin ganz ja. aufgeregt. Und die Presse. Was ist Und die Premierenschelte, die kannst du auch. Ja. Und gleich so ein tolles. Ja. Gleich und so ein, Klausi hat ein Vorwort geschrieben. Klausi hat ein Vorwort. Ich ja. blätter nachher, wenn ein bisschen ja. Zeit ist in der Sendung, mal rum. Ich lege es erstmal weg, ja. dass ich es erstmal habe. Ne? Dass ja, ich das nicht nochmal überlegen. Ja, ist ein Geschenk. So, ja. Ja. Jetzt würde ich schon mal wieder einen Gegenstand so langsam ins Spiel bringen wollen. Mhm. Weil man musste ihn ja wirklich nicht aus der Nase ziehen. Wahrhaftig nicht. Nein. Ja, schauen Sie sich den ganz genau an. Jetzt ist es schon wieder mal an unseren Kandidaten rauszubekommen. Was ist das für ein Ding hier, was ich in der Hand habe? Es ist also ein Plastikgriff mit einem anderen Ende, ne? Hat also zwei Enden mit einem verchromten Haken. Und an dem Plastikgriff befindet sich auch nochmal ein Haken. Und also da ist nochmal sowas dran, ne? Und dann sieht man, dass da unten nochmal ein schwarzer Griff ist oder so ähnlich. Und so sieht das dann aus. Und deswegen würde ich schon mal bitten, dass sich unsere Kandidaten langsam gefasst darauf machen, zu erraten, was das für ein Ding hier ist. Wir haben uns auf der Straße umgehört und haben einige Leute gefragt und das schauen wir uns jetzt mal an. Verzeihung, darf ich Sie mal stören? Nein. Oh, schade. Wir haben nicht viel Zeit. Wann soll ich wiederkommen? Oh, in diese Gegend komme ich lange nicht mehr her. Nein? Ich hätte noch eine Frage an Sie. Fragen Sie den Nächsten. Gut. Sie hat ja so recht. Jetzt frage ich den Nächsten. Was meinen Sie, ist das für ein Ding? Ach du meine Güte. Wie ein Häkelapparat. Also, vielleicht ein Schnürsenkelanzieher. Ja, damit kann man sehr wahrscheinlich Fäden durchziehen, so zum Nähen, aber das wird es sehr wahrscheinlich nicht sein. Nein, ein bisschen das ist zu richtig. Dick, ne? Pfeife ausputzen, Dosen öffnen. Nein? Keine Ahnung. Rat mal. Weiß nicht, ein Öffner oder so. Ein Öffner, ja, nicht ganz. Nicht ganz, weiß ich nicht. Das sieht aus wie so ein Pistolengriff, würde ich sagen. Ja. Oder Feueranzünder. Nein, nicht. Zahnarztutensile. Nein, stimmt nicht. Zahntechnisches Instrument, weißt du? Verzeihung, darf ich Sie kurz was fragen? Ich glaube, im Zahnarzt, ich kann schlecht reden. Eine Waffe, die nichts tut. Danke. Und so viele Leute, 1, 2, 3, 4, 5, wieso was? Ja, was ist das? Also fragen jetzt frage ich, auch. Können Sie mir sagen, was es ist? Ja, müssen Sie das Mikrofon halten. Gut. Was soll ich sagen? Was es ist? Es ist ein... Das geht aber nicht. Ja. Sie haben gehört, was es ist. Es ist ein Ü und es geht nicht. Also jetzt ist das so. Sie können, wenn Sie das richtig beantworten, innerhalb von 30 Sekunden, das Stimmts Kandidatenkonto um 200 Mark erhöhen. Kommt Ihnen ja unter Umständen letztendlich selbst zugute. Ja? Also ich würde sagen, ich gebe das Ding jetzt und jetzt höre ich Ihre Angebote. 30 Sekunden Zeit. Ab geht ab. Ich würde sagen, Knüpfhaken. Nein, nicht. Geben Sie es weiter. Sie können alle zusammenarbeiten. Das ist Ihre Runde jetzt. Ich würde sagen, Fadenschäler. Ja. Nein, Fadenschäler nicht. Ich helfe mal. Man kann damit was rausziehen. Ja, was... Aber viel mehr kann ich wirklich nicht sagen. Das ist ja schon fast alles verraten. Ist was vom Webstuhl? Nein, vom Webstuhl und? Überhaupt nicht. Nein, hat letztendlich so mit Behältnissen zu tun. Man kann ein etwas Hummerschäler aus fällt ein Hummerschäler nicht. Nein, man kann etwas aus einem Behältnis ziehen. Das Behältnis aus Glas meistens. Macht sich gut so, wenn man sich verabredet. Ach, schade. Schade. Haben Sie noch einen Vorschlag? Nein. Haben Sie nicht? Nein. Ah. Ja, da hinten, da kam es. Sie sind aber leider kein Stimmskandidat, können wir leider keine 200 Mark dazugeben. Sie haben das gesagt, es ist ein Korkenzieher. Ein ganz moderner Korkenzieher. Deswegen sagte ich, also Sie können was rausziehen aus einem Gegenstand. Und ich würde, ja, Sie funktioniert wollen auch. Wissen, wie das funktioniert. Ja. Hat jemand zufällig eine Flasche dabei? Da ist er. Können wir mal die
Da ist ja noch eine. Dankeschön. Hängt da ein bisschen durch jetzt unten diese andere Flasche. Aber ich muss das ja mal vorführen. Also, hier ist die Flasche, da ist der Korken drin. Die Kamera zeigt das mal. Ich fahre hier so vorbei am Korken. Ne? Richtig so rein. Dann drehen und jetzt kommt's. Ja. Das ist es doch, ja? Dankeschön. Vielen Dank. Schönes Leben noch. Jetzt möchte ich Ihnen aber endlich meinen zweiten prominenten Gast vorstellen. Also, Sie sind der typische deutsche Nachtwächter. Stimmt nicht. Aber man sieht Sie vor allem spätabends arbeiten. Stimmt. Und ein Nachtmensch wie Sie moderiert ausgerechnet die Tagesthemen. Stimmt. Guten Abend, Hans-Joachim Friedrichs. Platz. Danke. Ich freue mich sehr, dass ich Sie in meiner Sendung begrüßen kann. Ich bewundere Sie. Ich bin einer Ihrer Verehrer, Ihrer zahlreichen bestimmt. Ich bewundere Ihre Ruhe, die Sie immer so haben. Die ist sehr, sehr angenehm. Wie machen Sie das? Machen Sie besondere Übungen, bevor die Tagesthemen losgehen? Oder? Ich bin zum Beginn der Sendung so ermattet, dass mir gar keine Energie mehr bleibt. Ja. Was sagen Sie zu dem, was Sie tagtäglich verkünden müssen, zum Beispiel so zu den, sagen wir mal, letzten Meldungen, die uns alle so betreffen? Ich glaube, dass man sich da gar nicht so richtig daneben stellen kann, als jemand, der das... Also das ist sicherlich ein Ereignis, das mich und fast alle meine Kollegen mehr bewegt hat, als jedes andere in den letzten 35 Jahren, sagen wir mal. Und das spürt man auch. Da ist ja auch Gefühl bei uns im Spiel. Wir wollen das nicht so furchtbar zum Fenster raushängen, aber ohne Emotionen ist diese Zeit nicht zu bewältigen. Gibt es da die Verabredung, Verzeihung, dass man also Emotionen nicht zeigen sollte? Oder normalerweise soll man seine Betroffenheiten für sich behalten. Das geht nicht immer. Und weil es eben nicht immer geht, kommt es eh mal raus. Aber man soll sich nicht bemühen, sie zu zeigen. Ja. Aber es zeichnet sich aus, dass Sie immer ein paar Emotionen mit hineinschummeln, denke ich. Unvermeidlich. Weiß nicht, wie ist die Leute das empfinden. Ich mache jetzt mal so was. Jetzt wollen wir aber ein bisschen. Jetzt wollen wir ein bisschen Blödsinn machen. Und vielleicht ist es auch kein Blödsinn, wir werden das sehen. Sie haben ein Gerät mit. Und das wollen Sie uns jetzt erklären, denke ich doch. Also vielleicht sollte ich Ihnen erstmal sagen, was es nicht ist. Es ist nicht eine Vorrichtung zum Stampfen von Kartoffeln. Nein. Es ist auch kein Suppengefäß mit einem Griff dran. Nein. Es ist auch kein Lockenwickler mit einem Stand drunter. Es ist auch keine Handwaffe, aber da bin ich schon ein bisschen unsicher. Es ist ein Tötungsgerät. Es ist eine Wespenfalle. Dieses Gerät hat den Sinn, Wespen anzuziehen, sie zu betäuben, in der Hoffnung, dass sie dann in diesen Bottich fallen, ist mit Wasser gefüllt. Also sieht so aus in der Praxis, dass man diese Spirale hier einreibt mit irgendwas Süßem. Und dazu hätten wir im letzten Sommer ja viel Gelegenheit gehabt. Es gab ja eine Wespenplage fast schon und ich vermute mal, dass dem Erfinder in dieser Zeit auch der Einfall gekommen ist. Also was Süßes kommt hier rein, Sirup, Cola, was auch immer. Und die Idee ist, dass die Wespen dann da hinfliegen. Und wenn sie das tun, dann kriegen sie einen elektrischen Schlag. Denn hier wird jetzt ein Stromkreis geschlossen, das ist Schwachstrom, das kann man natürlich ruhig machen. Und sie fliegen also da dran an diese Spirale hier, werden betäubt, fallen in das Wasser und ertrinken da. Das tut ja nicht so weh, weil sie ja schon bewusstlos sind. Also dann sind sie tot und dann nehmen wir sie tot sind, nehmen wir sie raus und sammeln sie in Recyclingpapier natürlich, tragen sie auf den Kompost und so werden sie wieder in den Kreislauf der Natur eingeführt. Eingebunden. Das ist der Sinn. Das ist sehr interessant. Vielleicht darf ich das nochmal nehmen. Bitte sehr. Vielleicht möchten sich die Menschen das jetzt erstmal ganz genau ansehen. Und das machen wir jetzt mal. Wir zeigen das Gerät mal ganz genau. Ich beschreibe das dann auch. Also es ist ein Aluminiumgefäß. Das ist also unten offen. Nee, unten zu. Dann gehen zwei Aluminiumdrähte nach oben, enden in einer Spirale, die ja
keine Spirale ist. Vielleicht ist sie auch eine oder eben ein Griff zum, also das ist, geht so im Kreis rum, nicht? Und dann ist hier auch noch was, ein Einsatz mit drin. Den kann man also dann rausnehmen oder man kann ihn auch drin lassen, ganz egal. Ja, kurzum, also was der Herr Friedrichs da gesagt hat, war ja sehr einleuchtend und auch den Bienen, also ja, für Bienen auch nicht so furchtbar zu hören. Aber ist natürlich Quatsch. Stimmt natürlich nicht. Mit dem Ding kann man was ganz anderes machen. Und Sie sehen schon, ich bin ja in der Küche wieder und mit dem Ding kann man Käse machen. Das ist ein Handkäser. Das funktioniert also ganz einfach. Man nimmt also dieses Sieb hier raus, macht Quark da hinein, tut Quark rein. Nicht? Quark ist ja also eine Art Grundstoff für Käse. Na so. Wenn man jetzt einen größeren Käse will, also es kommen Gäste, dann macht man ein bisschen mehr Quark rein. So, und wenn man meint, man hätte genug Quark drin, tut man noch was rein. Und dann macht man eben das Sieb oben drauf, dass der Quark nicht so, Quark mag ja doch mehr aus Gefäßen wieder raus wollen. Macht man das so rauf, ne? Und dann kann der Quark nicht mehr raus. Und so, und jetzt werden Sie fragen, ja, wie käst denn der nur? Und käsen tut er also ganz einfach, dass er so, ne? Also jetzt. Und so, durch diese Fliehkraft, die da entsteht, käst man also von Hand. So. Und man käst so lange. So. Damit kommt jetzt, danke, danke, damit kommt jetzt also die Molke raus, die gießt man dann wieder ab. Haben wir ja rausgeschleudert, ne? Und dann nimmt man also den, also man muss das alle 14, also man muss das in 14 Tagen so alle halbe Stunde einmal so richtig deutlich. Ist jetzt kompliziert, ist jetzt so wie beim Fernsehkoch. Wir haben hier schon etwas vorbereitet. Haben wir gar nicht. Ach doch, hier ist es ja. So, und dann nimmt man das praktisch also raus. Der Käse ist praktisch ausgekäst. Und macht den hier dann so auf den Teller, ne? So. Und kann das dann seinen Gästen, ich komme jetzt, servieren, ne? Der ist mir heute Nachmittag schon mal begegnet. Wo haben Sie den gesehen? In der Kantine. Ja, dieser Käse begleitet uns schon mehrere Sendungen, aber der ist wirklich gut, ja, der ist ja auch ausgereift. Ne? Also wenn Sie nachher irgendwann Lust haben, auch Sie, Marie-Louise, ja, also ausgereifte Käse, da habe ich nicht so mit, ich habe mehr mit frischen Sachen. Ja, na, der ist ja auch auf anderer Seite, ist natürlich auch irgendwo frisch letztlich wieder, ne? Also der ist beides, ja. Ne? Der ist frisch und ausgereift. Ja, und jetzt möchten Sie natürlich wissen, was das ist und deswegen stimmen wir jetzt ab. Wer von Ihnen der Meinung ist, dass man mit diesem Ding Wespen fangen kann, der müsste jetzt einen Knopf drücken. Wer denkt, was ich sehr vernünftig finde, dass man damit Käse käsen kann, der drückt bitte jetzt. Es kann sein, dass jemand unter Ihnen ist, der meint, wir wollten Sie auskäsen, der müsste jetzt drücken. So, jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt ist das also ganz interessant, das hier zu sehen, diese Säulen, die jetzt so langsam steigen werden. Jetzt haben sich also die Menschen haben sich schon entschieden. Herr Friedrichs, Sie kommen da gar nicht so gut weg mit Ihrer... So, so. Echt? Also, Sie sind gar nicht so besonders gut. Oh, naja, wir wollen mal sehen. Das fühlen sich viele verkäst bis jetzt. Das ist eine käsige Stimmung hier im Saal. Da müssen wir durch jetzt alle. Da hilft uns jetzt keiner. Danke. Aha, also 15% meinen, dass man damit Wespen fangen kann. Das ist ja sehr interessant. Und 34% finden, dass das ein Handkäser ist. Das ist sehr vernünftig von Ihnen. Und 51% meinen, alles Käse. Stimmt überhaupt nicht. Ja, jetzt werde ich Ihnen sagen, diese 51% haben recht. Und damit gehen 510 Mark wieder auf das Kandidatenkonto und ich werde das jetzt vielleicht mal langsam zeigen, wie das also funktioniert. Das ist also natürlich was ganz anderes, weder Käser noch Wespenfalle. Es ist ein Pinselhalter. Aber nicht nur ein Pinselhalter, sondern ein Pinselhalter, nachdem man die Pinsel gereinigt hat. Ein Pinselreinigungshalter sozusagen.
Also für Rasierpinsel ist Nein, nicht. Für Rasierpinsel nicht. Also malt jemand von Ihnen? Meinen Sie? Sie malen nicht. Schade. Ja. Meinen Sie? Ja, ab und zu so, Aquarelle. Ich lasse malen. Sie lassen malen. Gut, das ist clever, ne? Ja. Kann man nie sagen, also so habe ich nicht gemalt, habe ich lassen, malen lassen. Ja. Aquarelle meinen Sie? Ja. Dann können Sie das aber nur zum Haus gebrauchen. Nur zum also ich zeige das nicht vor. Nicht. Die hängen dann vielleicht irgendwann mal in der Lebensphase so unauffällig. Weiß man ja nicht, ne? Also ein Pinselreiniger, jetzt zeige ich mal, wie das geht. Also wenn man jetzt den ganzen Tag, wie Marie-Louise, hat man hier also rumgepinselt, so aquarelltechnisch gesehen, ne? Dann ist ja irgendwann mal fertig, der Pinsel. Ja. Muss er mal so ins Bad rein. Hier ist also Wasser drin, macht man auf diesem Sieb, ne? Kann man den schön ausditschen, ne? So, und dann ist der Pinsel sauber, aber noch lange nicht trocken. Dann hängt man den hier oben ran, in die Spirale. Ups! Ja, und dann super. Kann der Pinsel trocknen. Super! Aus sinnvoll und tja, ne? Ja. Jetzt würde ich Ihnen beiden den nächsten Gegenstand vorstellen wollen. Das ist also dieses Ding, was ich hier schon so in der Hand habe, würde ich noch gar nicht so richtig zeigen. Erstmal präsentieren wir den so richtig groß, wie ich das gehört. Schauen Sie sich das genau an. Das ist jetzt Ihre Runde. Also, das ist ein blaues Plastikhütchen. Mit auf einer Seite ist die so ein bisschen, ne, so dünn, ne? Ist aber kein Trichter, sondern was ganz anderes. Da ist so eine Art Schwimmflosse dran, schwimmt aber auch nicht, geht sofort unter. Und ein Schlitz ist drin, da könnte man was durchstecken. Aber warum soll man da was durchstecken? Macht ja eigentlich auch keinen tieferen Sinn, ne? Also, ist ja irgendwie Quatsch. Also, es ist blau, das ist auch noch eine wichtige Information. Und hat sich gedreht, ne? Ist aber auch nicht so wichtig, dass es sich gedreht hat. Ja, Sie schauen schon sehr ungläubig, weil wir aber doch eine sehr nette Sendung sind, haben wir uns auf der Straße umgehört und machen Ihnen jetzt erstmal ein paar Angebote. Was konnte ich sehen? Ja, was kann das sein? Du hast gesagt, der Bananenspitze. Ich habe zuerst gesagt, der Bananenspitze. Ja, kann man vielleicht Geld nicht sticken und... Ja, aber lass nicht drin, weil... Nein, um Gottes Willen. Nimm's Radio Bremen gleich mit heim, die haben jetzt so kein Geld da drin. Geht auch nicht. Aber... Das schaut so aus wie früher Spielzeit, das fangt den Hut. Da steckt man eine Rübe rein und dann dreht man irgendwie. Und keine Ahnung. Wie schafft man denn das Ding da? Das ist ja wurscht, was das ist. Ein Messbecher? Nein, kann es ja nicht selber ist rauslaufen. Da ist eine Messlatte drin. Meinst du? Ja, hundertprozentig. Na, aber was kann da gemessen werden? Ja, was? Hey, was kann man messen? Die Wahrheit kann man messen. Du kannst nach Bonn schicken, da läuft sowieso alles durch. Die läuft unten raus, die Wahrheit. Oh, ich weiß nicht. Kann man vielleicht die Preis- und Weisheit einrichten, oder? Was kann man da machen? Die Preis- und Weisheit einrichten. Die Preußen? Den Preis- und Weisheit einrichten. So. Einrichten. Ich weiß ja nicht, so gell? Ich brauch keinen. Aber Hütterl ist nicht. Nein. Ein Sakrament. Vielleicht ist ein Pfeiferl. Pfeiferl? Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Ja, Kruzifix, was ist jetzt das? Ein Krupp. Ein Krupp? Finden Sie nicht gut? Na? Wegschmeißen. Ja, schmeißen Sie tauschen drin, das ist nichts. Das ist nicht gescheit. Das ist nicht gescheit. Okay. Kann man aber richtig benutzen. Ja. Was denn? Was kommt denn? Da kommt kein Wasser, nichts Nägel und nichts mehr weiter. Das Rad läuft ja weiter. Also solches Kunstbens hier. Ist nicht gut? Okay, woher? Soll ich Ihnen sagen, was es ist? Ja. Die ist süß, ne? Süß, ja. Immer an der falschen Stelle schneidet ihr den Film. Ja, ne? Ja, es ist ein Klump oder sowas. Jetzt ist es also an Ihnen rauszubekommen, was das ist. Sie können das Kandidatenkonto um 200 Mark erhöhen. Wir schauen mal eben rauf. Wir haben jetzt 1040 D-Mark. Ja, Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Ganz schnell sagen Sie alles, was Ihnen dazu einfällt. Also ganz schnell. Muss schon irgendeine spitze Waffe. Ja, man kann da was schützen, mit... beim Angeln. Vielleicht kann man da Nein, so das stimmt spitzen. Nicht. Herr Friedrichs, fällt Ihnen was ein? Eine Schonspitze für einen Spazierstock. Also Spitze ist schon gar nicht so schlecht. Spitze können wir schon mal stehen ja. lassen. Man kann damit... Oder für Giftpfeile, um sie zu schützen. Ja, für Indianer schützen stimmt auch nicht. Eine schöne Idee. Aber man kann da was mit Spitzen machen. Etwas anspitzen. Nö. Oder? Nee, man kann damit einen Rettungsspitz machen. Nein, nee, Rettung ist nicht scharf genug für einen Rettungsspitz. Soll ich noch ein bisschen helfen? Ja. Nein, man kann nur was schützen. So Weihnachten, Jagdpfeile, Kerzen ausdrücken. Was sagen Sie bitte? Kerzen ausmachen. Nein, aber Kerzen ist schon gar nicht so weit. Kerzen. Ah, eine
Gemüseschlucker. Nein, auch nicht. Ein Kerzengrademacher. Gerademacher, ja, in besonderer Weise. Gerademacher. Mehr ein Schrägmacher. Sauber machen die, weißt du, diese, na, diese Kerzenhalter mit sauber machen. Ja, nein, auch nicht, aber ist schon dicht bei. Nochmal schnell, also da kamen so ein paar Zwischenrufe, die waren gar nicht Kerzen so schlecht. Ausdrücken, Kerzen, Leute! Es hat doch jemand gesagt. Ich habe gesagt, wollen wir rekonstruieren nochmal. Ja. Weihnachten, Kerzen. Und dann? Wie kann man da, Rettich, was wollte man mit dem Rettich? Was wollten die mit dem Rettich machen? Das vergessen Sie mal schnell. Vergessen wir. Gut, vergessen wir es. Tja, tut mir leid, kann man nicht 200 Mark dazu machen. Es ist ein Kerzenanspitzer. Man kann damit Kerzen anspitzen. Ich zeige das mal, wie das geht. Hab zufällig eine Kerze hier. Kerzen. So, jetzt geht das, ne? Wenn das nicht so reinpasst, kann man, Weihnachten wird alles wird kleiner. So, spitz mal so an, ne? Ja. Und dann, stups, kann man das hier reinstecken. Oh. Aber ist nicht so schlimm. Ganz kurz wollte ich noch was fragen, weil ich Sie beide hier so zusammen habe. Was halten Sie von der Lindenstraße, Herr Fröhlich? Viel. Ich sehe das gern. Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang, aber das ist ja ein, das geht ja vielen Leuten so. Man hat sich daran gewöhnt. Ja. Ich finde, die haben recht gute Stories und gute Schauspieler. Ja. Das ist ein ehrlicher Erfolg geworden. Ja. Marie-Louise, ehrt Sie das, wenn der Herr sowas sagt? Ja, sehr. Also das sagen ja viele Leute. Es sagen viele. Es gibt unheimliche Einschaltquoten. Ja. Ja. 13 Millionen jeden Sonntag. 13 Millionen Einschaltquoten, ist ja Wahnsinn. Nein, 13 Millionen Einschaltquoten 30-35%. Gut, jetzt schauen wir nochmal aufs Zuschauerkonto. Aufs Kandidatenkonto, Verzeihung. 1040 D-Mark haben wir da so zusammen bis jetzt. Und jetzt wird es also für Sie spannend. Jetzt geht es also darum, Sie wollen ja bestimmt alle das Geld haben, ne? Oder will es einer nicht? Dann können wir gleich. Wir müssen mal also einen aussuchen. Ich stelle jetzt Behauptungen auf und Sie drücken einfach Knöpfchen, steht alles dran, kann man überhaupt nichts falsch machen. Die bissigsten Hunde, jetzt wird es interessant, die bissigsten Hunde der Welt sind die Mastinos, die sogenannten Killerhunde aus Italien. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wer hat gedrückt? Ja, dann müssen wir mal sehen. Da gibt es also für diese beiden einen Punkt und Sie bekommen keinen, weil das nämlich, es stimmt nicht, die richtige Antwort ist. Die wirklich bissigsten Hunde sind die deutschen Schäferhunde. Erstaunlich, ne? Ja. Nächste Frage. Im letzten Jahr, 1988, sind Postboten, weil wir gerade beim Beißen sind, 2800 Mal von Hunden gebissen worden. Wohin steht hier nicht? Stimmt das oder stimmt das nicht? Später drücken Sie jetzt. So, dann bekommen alle einen Punkt. Alle bekommen einen Punkt. Es stimmt, das war Rekord für die 80er Jahre und die Tendenz ist weiterhin steigend. Also Postboten, seien Sie vorsichtig. Nächste Frage. Richard Wagner komponierte den Parsifal in der Badewanne. Stimmt das oder stimmt das nicht? Jetzt müsste aber mal... Stimmt nicht. Da bekommen Sie einen Punkt. Jetzt sind wieder alle gleich. Herrlich. Es stimmt, Wagner nahm stundenlange Inspirationsbäder in parfümiertem Wasser. Schön. So war der, ne? So war der. Die Wagen, die sind ja alle gleich. Auf dem, auf Ernest Hemingways Grabstein steht, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich nicht aufstehe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht, das ist richtig, dann bekommen Sie einen Punkt. Sie sind also der Hauptgewinner heute Abend. Und ich sage auch nochmal, wie das die Lösung hier ist. Das stimmt also nicht, war richtig, aber er hatte es sich so ausgedacht, dass die Inschrift da irgendwann mal stehen sollte. Er ist leider nicht mehr dazu gekommen, Herr lieber Ernest. Tut uns leid. Ja, und damit sind Sie unser Gewinner heute Abend erstmal. Sie bekommen als eine Art Trostpreis die Stimmsnadel. Sie sind wirklich echt Gold und innen ein bisschen Silber noch. Also das ist wahnsinnig wertvoll. Sie bereuen das bestimmt nicht, dass Sie die gewonnen haben. Schönen Dank. Ja, und für all die Leute, die jetzt zuschauen und auch mal hier sitzen möchten, gibt es jetzt eine Stimmspreisfrage von Ottfried Fischer. Die Stimmspreisfrage. Dieses Ding hier, das sieht aus wie eine Mischung aus Kaffeemühle und Kaba, also vielleicht Souvenir aus Mekka. Hier befindet sich ein roter Knopf, wenn man da drauf drückt, dann setzt sich am unteren Boden des oberen Aufsatzes eine gelbe Rotorflügel-Drehschraube in Bewegung und dreht sich. Und es saust zugleich, wie Sie gleich sehen werden, ein Stab hoch. Und dieser Stab
kurz bevor der hier oben austritt, fällt er wieder runter. Und darauf können Sie sich jetzt einen Stab reinmachen. Ja, vielen Dank, Ottfried Fischer. Das ist die Stimmtspreisfrage. Und wer Lust hat, uns zu schreiben oder wer sogar weiß, was das für ein Gerät ist, der schreibt bitte an. Stimmt's, Radio Bremen Fernsehen, Postfach 2800 Bremen 33. Der Einsendeschluss ist der 14. Dezember 1989, ne? Ja, und wenn Sie zu Hause Gegenstände haben, von denen Sie meinen, wir könnten die hier bei Stimmt's gebrauchen, dann schicken Sie uns die ruhig. Oder wenn die so groß sind, dass Sie die nicht ins Kuvert kriegen oder so, dann fotografieren Sie die, schicken uns das Foto und wir werden sehen, ob wir das hier in der Sendung einsetzen können. So, jetzt wird es also richtig spannend für Sie. Wollen wir mal sehen? Das ist ganz einfach. Sie haben bis jetzt schon gewonnen 1040 D-Mark. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wenn Sie jetzt aber richtig antworten auf meine nächste Frage, dann können Sie diesen Betrag verdoppeln. Das ist auch nicht so schlecht, denke ich. Und wir schauen uns jetzt einfach einen Film an. Passen Sie ganz genau auf, schauen Sie zu. Wir sehen hier eine Sportart, die Parasailing heißt. Das heißt, dass also jemand so am Fallschirm hängt, ganz locker, und so etwa 50, 60 Meter über der Erde schwebt. Das ist ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Und ich behaupte jetzt, dass Marie-Louise diesen Sport regelmäßig betreibt. Behaupte ich jetzt, ne? Schauen Sie ganz genau zu, vielleicht können wir Sie hier auch entdecken oder nicht. Da schwebt also was, da winkt auch jemand. Ist das denn nun die Marie-Louise oder nicht? Kann das gar nicht sehen von hier aus. So, da eiern die da so über die Grasnarbe. Oh, jetzt geht's in den Baum. Schade. Nee, doch nicht. Ins Haus doch. Naja, kann man ja entscheiden im letzten Moment. Nein, doch im Baum. Ja. So. So sieht das aus. Da hinkt also was. Haben wir nicht so schnell gesehen. Jetzt meine Frage. Stimmt es oder stimmt es nicht? Betreibt Marie-Louise diesen Sport regelmäßig oder nicht? Ich habe es nicht erkannt. Ich tippe. Tippen Sie. Ich sage ja. Ja, Sie sagen ja. Ja. Dann schauen wir den Film zu Ende an. So, jetzt sind wir alle sehr gespannt. Sie auch im Saal? Was meinen Sie denn so? Da ist Marie-Louise richtig gut zu sehen. Ein herrlicher Sport. Ich gratuliere Ihnen. Kommen Sie mit mir mit. Kommen Sie ein bisschen rüber. Jetzt wird es ein, der will den Scheck übergeben. Oh, da ist er. Hallo. Hier ist der Scheck. Viel Spaß mit dem vielen, vielen Geld. Jetzt gehen wir. So, Lippi, das letzte Mal schon zwei Minuten über. Keine Peinlichkeit. Jungs, macht mal alles ab. Es ist so peinlich, entschuldigen Sie. Also, falls Sie Lust haben, noch mal reinzuschauen, schauen Sie bitte wieder rein. Bitte, nee, jetzt kommt meine Sendung. Nicht abschalten. Jungs, das ist meine Sendung. Ab jetzt ist das meine Sendung. Aber die ist ja auch schon. Herzlich willkommen. Warte, auf Wiedersehen. Vergessen Sie uns nicht. Bleiben Sie uns gewogen. Nein, höher. Das Rauchen bringt doch nichts, wissen Sie.